Ich bin Scientologin und ich möchte euch heute was über die Beistände erzählen, wie man die in der Praxis anwenden kann und welche Erfolge dass man damit erzielen kann. Vor kurzem habe ich einer Person einen Beistand gegeben, der im Krankenhaus wegen einer Operation gewesen ist. Genau, und das hat ungefähr 20 Minuten gedauert und vorher ist er kreislaufmäßig nicht gut beisammen gewesen, er hat sich nicht wohl gefühlt, das ist einfach nur die Nachwirkung von der Operation gewesen. Und nach den 20 Minuten hat er sich am Bettrand gesetzt und hat irgendwie gelacht. Sein Bettnachbar hat mich dann angeredet drauf und hat gesagt, ey, was war denn das? Weil, dass man mit so einfachen Mitteln eigentlich sowas erzielen kann. Und der war dann recht überrascht. Genau. Und solche Sachen kenne ich noch zu vielen, egal ob ich es jetzt einen Nachbar gebe oder einer Arbeitskollegin oder so. Und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, aber das könnt ihr alles im Heftel nachlesen oder mich anrufen und fragen.